Ja, servus miteinander. Neyfiel Mbuku steht kurz vor der Unterschrift beim FC Augsburg. Es fehlen wohl nur noch letzte Details. Man ist kurz vor der Vereinbarung und laut Goal Frankreich soll sich Mbuku bereits in Augsburg befinden. Also absoluter Wahnsinn. Es ist kein Sechser, kein Achter. Es ist tatsächlich ein flinker, dynamischer, quirliger Flügelstürmer. Eine Sache, die mir ja auch extrem fehlt nach wie vor. Yeboah aktuell mehr als Stürmer geplant, ist ja auch ein gelernter Stürmer, kann es aber auch im Flügel. Das wäre wirklich jemand, der links außen gelernt hat, kann rechts außen offensives Mittelfeld spielen, quirlig. Nicht der schnellste, so wie ich gesehen habe, aber sehr beweglich, technisch gut und agil. Es ist wieder so ein Talent, wo man gedacht hat, der wird ein richtig großer, der jetzt aktuell ein bisschen so in einem Formtief steckt. Der hat dieses Jahr nur 7 Spiele und das waren alle nur Kurzeinsätze, jetzt ist 150 Minuten gespielt. Und der FCA scheint sich so ein bisschen jetzt auf dem Markt nach Spielern zu gucken, die Riesentalente hatten wie Chorlina, Yeboah und jetzt auch Mbuku. Und denen wieder eine Plattform zu geben, sich zu entwickeln. Und das finde ich richtig geil. Ja, unter Enno Maaßen wieder diesen Step und zu zeigen, was sie drauf haben, na, sich zu entwickeln. Und Potenzial haben die Jungs ja alle, weil sie wirklich als große Talente alle galten. Man sieht es auch bei Yeboah schon und Chorlina vereinzelt, was sie einfach drauf haben. Bei Mbuku ist es so, er spielt bei Stade Reims, das ist sein Ausbilderclub. Hat er auch schon einen Marktwert, Dezember 2021 von 9 Millionen, mittlerweile nur noch bei 5 Millionen, da er einfach kaum gespielt hat. Sein Linksfuß, 1,70 Meter, 20 Jahre, hat 9-mal für die U20 Frankreichs gespielt. Galt er wirklich als echt gutes Talent. Jetzt ist, wie gesagt, dieses Loch drin und er könnte uns halt eben auf den Flügel wirklich helfen. Dazu hier mal eine Grafik. Wir haben ja hier unsere FCA-Musteraufstellung. Na, das rotiert natürlich alles immer ein bisschen rum, weil alle Spieler flexibel sind. Und ja, er wäre hier der klassische Linksaußen oder Rechtsaußen, wo er spielen kann. Es sind halt zwei Positionen, wo wir wirklich nicht gut besetzt sind. Vargas ja aktuell verletzt, ist so eigentlich unser einzig gelernter Flügelstürmer. Ne? Demirovic spielt das aktuell so ein bisschen notgedrungen. Er ist ja auch mehr ein Mittelstürmer. Im 4-4-2 würde er sich da, glaube ich, auch einen Ticken wohler fühlen. Und ich würde ihn da auch gerne sehen. Könnte man mit Beljo, Berisha, Demirovic einfach ein bisschen in diese Rotation gehen. Mbuku könnte dann links starten oder rechts. Ne? Man hat da auch jetzt hier mit Meier aufgespielt auf der rechten Seite, da hat man auch noch einen Engels, ne, falls Dorschi fit sein wird, könnte das ein Ticken kreativer noch werden, aber Engels macht das zentral auch richtig gut, aber wir brauchen schon auf dem Flügel, finde ich, noch dieses quirlige Element und Tempo und das würde dieser Mbuku auf jeden Fall mitbringen. Er ist nicht dieser Highspeed-Spieler wie jetzt ein Kelvin Yeboah, aber er ist dribbelstark, beweglich, ne, kann 1 gegen 1 Pressing-Situationen auflösen, er ist einfach einer, der auf dem Flügel sich wohlfühlt. Das sieht man jetzt schon, dass wir mit Meier und Demirovic da schon eigentlich eher Spieler haben, die andere Position gelernt haben und das mehr oder weniger ja so notgedrungen, ordentlich aber auch spielen. Das muss man auch sagen, die machen es ja nicht schlecht, aber es ist doch ein Unterschied, wenn man Kelvin Yeboah auf dem Flügel, na, diese Übersteiger auspackt, als wo er als Stürmer nach links und dann das Tor vorbereitet, da, weil die einfach diese Technik und Quirligkeit haben für diese Momente außen und dann einfach noch mehr Gefahr über den Flügel bringen können. Bei Mbuku ist einfach auch extrem spannend, der war gelingt mit Köln, Schalke 04 und Olympiakos Piraeus. Also ihr seht schon, es waren Teams an ihm dran, auch aus der Bundesliga mit Köln und Schalke. Zwei Teams, die auch auf dem Flügel noch was machen wollten. Bei Köln ist das wohl eher vom Tisch, ja, die sind jetzt wieder gut aufgestellt. Da wird aber die nächsten Tage noch viel passieren. Ihr seht ja, was auf dem Transfermarkt abgeht. Vielleicht kommt auch Isco nach zur Union. Wahnsinn. Aber anderes Thema. Und man hat hier einfach noch, wir werden sehen, was auch bei uns noch passiert. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn Mbuku kommt, wenn es wirklich schon so weit ist, dass er in Augsburg ist und zeitnah vorgestellt wird, dass noch ein Sechser kommt. Ne? Und mit Engels haben wir da wirklich jetzt so eine Lösung. Und da Engels jetzt scheinbar vom Flügel als Zentralspieler gesehen wird, wollte man hier doch nochmal was auf dem Flügel tun. Und man sieht Engels aktuell als Sechser, Achter. So kann ich mir das auch vorstellen. Das war auch so mein Gedankengang, wo ich dieses Gerücht gehört habe. Der Mbuku kommt auf jeden Fall ein Spieler, den ich auch mal vor Radar hatte, habe ich aber kein Video zu gemacht. War nicht so mega mal überzeugt von ihm, aber so jetzt habe ich mir die Videos angeguckt. Schaut euch auch das Video mal in der Videobeschreibung an. Da seht ihr ein paar Skills von ihm, was er so gezeigt hat bis jetzt. Mal reingucken, das verlinke ich euch wieder. Er hat schon auch die Elemente, die wir einfach brauchen. Ein Flügelstürmer für den FCA, der gelernter Flügel ist, finde ich gut.
Genauso wie den rechten Verteidiger, den ich auch noch als Rechtsfuß dringend bei uns sehen würde, wird uns auch helfen, aber ist halt wieder auch ein anderes Thema. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was ihr vom Mbuku-Gerücht haltet. Wie gesagt, es kann jetzt heute sehr schnell gehen, wenn ich da Details weiß, wie viel Abschlüsse etc., schreibe ich es euch ebenfalls in die Videobeschreibung. Es ist sehr wahrscheinlich, auch Transfermarkt.de betitelt die Wahrscheinlichkeit des Transfers schon bei 80%. Ja, es wird eine Ablöse fällig, er hat Vertrag bis 2023, Rems will auch Ablöse kassieren, wenn sie das nicht machen, müssten sie ihn ablösefrei ziehen lassen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie man sich hier einigt. Genau Leute, schreibt mir halt unbedingt mal eure Kommentare, was ihr über Nathiel Mbuku haltet. Ich finde, das ist ein Spielertyp, naja, ich rede ja wie immer von Spielertypen bei Transfern, der uns auch fehlt. Wir hätten jetzt mit Ruben Vargas und ihm zwei wirklich gelernte Außenstürmer, ne, die einfach ein Element reinbringen können, die beweglich sind, 1 gegen 1 lösen, Pressing auch mal auflösen können. Und man hätte jetzt mit Kelvin Yeboah noch diesen Tempospieler, Demirovic, ne, also einfach viele flexible Spieler. Für mich ein Element, aber das ist auch echt, also dass ich mit offenen Armen und mich richtig freue, wenn das stimmt, einfach mit Glück empfangen würde, wenn er kommt. Also ich wäre richtig glücklich, wenn dieser Spieler den Weg in die Fugger stattfindet. Also ich denke, das wird konkret, die nächsten Stunden werden heiß. Euer Dennis, bis bald. Mbuku könnte bald in unserem Trikot auflaufen. Ciao, ciao. Daumen nach oben wäre wie immer sensationell. Einmal zusammen nochmal für YouTube, wäre richtig geil. Mach was Geiles für YouTube, was Geiles. Machst du was richtig Geiles, Jungs. Follow, Abonnenten, alles da lassen, weißt Bescheid.